So, weiter geht's mit Wheatcraft. Zweites Szenario. Drei Gips. Bin gespannt. War vom Prinzip her. Wir kennen's. Wir haben 3,4 Mille auf der Uhr. Okay, wieso ist Taste A Pause? Aber nur Pause und nicht wieder raus auf Pause. Okay, egal. Was ist jetzt unser Auftrag? Züchte eine Sorte, die den Ansprüchen der neuen Trendsetter genügt. Waren das nicht Hippies? Okay, Hunger. Der ultimative Trip und krautig. Ja gut, ist eigentlich nicht so das Thema. Aber wir haben gar nicht mehr so viele Punkte. Heißt. Wo war denn das? In Denver? Oder war das in Boston? Nee, in Denver, ne? Nee, das ist ja nur das kleine Ding hier. Also war es doch in Boston. Oder haben wir das kurz gemacht? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Alter. Shit, wo waren das? Aber wir haben auch überall alles ausgereizt. Also dem. Ups. Das wollte ich nicht. Ja. Das hier ist Kacke. Scheiße, Alter. Okay, dann würde ich sagen, ziehen wir uns nochmal in Jersey. War da noch Platz? Nein, es war kein Platz. Scheiße. Okay, aber wir verdienen einfach viel zu viel Geld. Gut, wir gehen mal eben rüber und machen uns da krautig, Hunger und der Trip. Ich denke mal, das sollten wir hinkriegen. So, warte mal, das eine können wir schon wieder drin lassen, glaube ich. Also hier ist krautig mit bei. Hier ist der ultimative Trip, aber Hunger sehe ich jetzt nicht. Also das erstmal raus. Datenbank, bla 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 bla. Gibt es da vielleicht irgendwelche Übereinstimmungen hier? Okay, dann nehmen wir das. Weil da kommen wir nicht so viel in die Bredouille mit dem anderen Kram. So. Mutation brauchen wir an der Stelle nicht. So, Nummer 1. Nee. Warte doch hier. Bitte. Jetzt brauchen wir nur noch den Geschmack. Oh, sei kein Geier. Dankeschön. So, dann haben wir das und das und das. Und der Rest ist komplett Banane. Keine Ahnung, wie nennen wir das Ding? So, ne, ups. Ancient Dream. Naja, keine Ahnung. Nee, es klingt irgendwie kacke. Wie können wir denn? Nicht viel. Keine Ahnung, Arsch auf der Zunge. Ja, finde ich gut.
Und das Ganze ist dann AA BZ. Zack. Let me guess, ich soll eine Werbekampagne starten. So haben die Römer nicht entspannt. Ach, da war ja noch was. Hey, der wurde mir aber gerade noch nicht angezeigt. Weird. Genau, Marketing. Arsch auf der Zunge, Junge. Boston. Trendsetter, Alter. Also ganz ehrlich, wenn sich jemand selber als Trendsetter bezeichnet, dann ist er einfach nur eine Arschgeige. Naja gut, gehen wir mal rüber. Starten hier die Werbekampagne. Aber worüber beziehen die denn eigentlich? Nee, Mitarbeiter. Worüber beziehen die denn ihre Informationen? Trendsetter. Der Typ ist ein Trendsetter? Digga, deine Mutter ist ein Trendsetter. Aber Alter, 30 Dollar? Jo. Wie heißt es so schön? Wo Geld ist, da gibt es auch wählerische Arschlöcher. Immerhin zahlen sie gut. Gefunden in Boston und Theologische Universität. Da können wir was machen. Aber die benutzen bestimmt, also Trendsetter sind doch krass, die benutzen das Internet und so. Neue Werbekampagne. Immer Sortenwerbung oder? Okay, ja, Sortenwerbung. Machen wir mal 6 Monate. Ich würde sagen Internet. Ja, schon, oder? Jetzt ist halt die Frage, wie können wir die catchen? Auf jeden Fall Cannabis. Oh, muss vergessen. Achso, ich muss die Dings natürlich auswählen. Sind ein paar mittlerweile. Cannabis essen. Gesundheit. Wir machen mal einfach nur einen Monat. Okay, Trendsetter ist mit drin. Machen wir um eins höher. Sollen wir ja. Hat auf jeden Fall funktioniert. Ich verkaufe 10 Kilo. Arsch auf der Zunge, Junge. dann müssen wir einmal nach Jersey. Wir müssen den Shit hier einmal anpassen. Was siehst du? Er braucht nur 650 Gramm, ist ja gar nichts. Jetzt müssen wir jetzt mal scrollen und scrollen und scrollen. Hi Faye! Da hast du jetzt aber gerade Tiny Glade verpasst. Ich habe vor 10 Minuten aufgehört. Gefühlt. Da habe ich endlich eine Urine hingestellt. Und ich finde, die ist ganz gut geworden. Besser als mein Schloss.
Ich hab's gesehen, war am Handy erst noch okay. Dann ist ja gut. Hast du nicht alles mitbekommen? Ja, solange du die Ruine gesehen hast, ist alles in Ordnung. Das war das Wichtigste. Ich glaube, ich hol mir aber auch gleich erstmal einen Wrap. Und schraub mir den in die Figur. Einundzwanzig und 77. What? Ist aber auch wieder hart unter Limit. So. Zack, 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 zack. Okay. Wir verfrachten mal die 650 Gramm nach. Abgeschlossen. Ja, wunderbar. I don't get it. Ich verfrachte nur erstmal den Chemical Casper. Hey, wie geht's dir heute? Hast du heute frei? Nach Denver. Denver. Wir brauchen nicht viel, heißt, wir brauchen nicht viel Platz. Das ganze Wochenende, es ist so geil. Ja, nice. Aber Gesundheit setzt mir noch zu. Ja, aber dann kannst du dich wenigstens da ausruhen jetzt, das Wochenende. Das ist echt viel wert. Ah, kleiner geht nicht. Können wir mit UPS machen. USPS, Entschuldigung. Nee, hä? Ich muss trotzdem einen Mitarbeiter wählen? Weird. Und ist das die erste Rutsche? Da ist gar keine Probleme. Also das neueste Dingens ist immer oben. So. Gehen wir mal eben nach Denver rüber. Wirkung legendär. Habe ich doch oder nicht? War doch voll der Balken. Digga, ist jetzt nicht dein Ernst. Ach, was eine Scheiße. Ja, okay, hier. Pocahontas können wir annehmen. Das ist nicht schwer. Scheiße. Dann müssen wir den Kram jetzt erstmal verkaufen. Scheiße. Das nervt mich jetzt gerade. Also ich glaube, mit Legendär sollte ich auch nichts mehr annehmen. Das bringt nichts.
müssen wir eben mal nach Jersey. Ja, jetzt habe ich hier die Produktion dafür schon gestartet, ne? Egal. Ich lasse das mal eben so laufen. Wir sehen uns gleich wieder. Ich gehe jetzt mit dem kleinen Mädchen und mache mir danach was zu essen. Bin gleich wieder da. Weiter geht's. Da wird extra nicht vorgespult. Ich dachte einfach, es ist so wie beim letzten Mal. Dass dann irgendwas reinkommt. Irgendeine Nachricht, die das dann sowieso wieder dahin schwinden lässt. Was ist denn jetzt hier passiert? Ja, was brauchen die denn? 27 und 55. Ich glaube, das Ding war irgendwie gedeichselt. Wir brauchen ja sowieso ein Kombigerät. Also ist hier doch irgendwas passiert gerade. Na gut, da leidet jetzt so ein bisschen die Quali gerade drunter, aber das geht wieder hoch. Oh, warte mal, wir müssen mal eben nach Jersey. Wir müssen zusehen, dass wir den Shit im wahrsten Sinne unter die Leute bringen. Vom Chemical Casper. Wir können hier nicht auch noch einen Dealerplatz hinbasteln. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das immer so schwer mache. So. Ehrlich. So, Essen. Ja, der ist ja mal richtig kacke gewickelt. Moin Cloudhack. Wie geht's dir? Genießt du dein Wochenende?
Die machen wir dann jetzt erst mit einer da fertig. Ist ja nervig jetzt. Noch einen Helikopter nehmen. Wohin nach Boston? Kaufe 10.000 Gramm. In Boston. Dieser ist wohl fertig hier. Wahrscheinlich, weil es ein fortlaufender Auftrag ist. Version Boston. So. Und dann fliegt die halt ein paar Mal hin und her. Und Judas. Und ziehen wir da noch einen Platz rein. Und Judas. War doch die Uni, ne? Theologische Universität, ja genau. Müssen wir noch mal wen hier? Dass er hier auch mit unterstützt. Das bringt uns nichts. Tausend, Alter. Unnormal. Nee. Das meine ich. 12 Monate Zeit, wo ich nicht mehr weiß, ob ich dafür eine Sorte habe. Nee. Können wir am Arsch lecken. Hier ploppt doch gerade gar nichts auf, ne? Wir haben zwei Dinger in Denver. Scheiße, ey. Okay, dann können wir den hier nämlich auch rein donnern. Und der Chemical Casper. Okay, ist immer noch was da. Digga. Are you serious?
Ist mir eigentlich egal, wofür wir es verkaufen. Wir haben genug Kohle. Hauptsache, wir sind los und haben Platz. Nom, what? Comfy Living Apartment. Und die Scheiße. Aber. Alter, zeigt doch dann immer nur für die Stadt an. Was hier? Ja, du kannst mit deiner Mutter lecken gehen. Was für eine Arschgeige. Ist ja Geld, spielt keine Rolle. Zack, bam. Noch null über. Ha, wie kann das nur passiert sein? Hurensohn. Okay, keine zeitliche Begrenzung, dann können wir den mitnehmen. Das ist das einzige Kriterium mittlerweile. Kann sich noch mit darum kümmern. Das ist es, ne? Die Main Quest nervt mich. Bei 10 Kilo, absolute Scheiße. Super zum Kotzen. Weil ich werde jetzt bestimmt keinen anderen Ort platt machen und da halt irgendwas anbauen, nur damit ich dann die anderen Quests bedienen kann. Ich würde sagen, beseitigen. Wäre zwar auch richtig, aber nicht in dem Sinne. Zum Beschleunigen hier die Scheiße. Nervt mich.
Und Rotz. Hat man eigentlich? Muss ich gleich mal gucken. Das steigert die Erträge. Das nervt, ey, wirklich. Ich hasse das. Muss ich jetzt zusehen, dass ich die Scheiße möglichst schnell wegkriege. Damit ich da weiter leveln kann.
Halb. Okay. Ich glaube, wir können dann nach der Ernte können wir jetzt auch den Dienst hier wieder einstellen. Den Dienst der Sorte, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. So, und dann versuchen wir es jetzt nochmal und gucken, dass wir auch legendär hinkriegen. Ansonsten kündige ich dem Typen. Ehrlich. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Erwartete Qualität. Episch. Toll, das ist schon der Beste halt. Was soll ich machen? Ups.
So, nee, ups. Missklickt. So, abbrechen. Dann können wir jetzt hier. Jersey nach Boston. Na gut, kann man jetzt nicht noch mal quasi wie in so einer Warteschlange oder so den Auftrag geben. Okay. Nassram-Hochdruck-Entladungslampe. Jo, plus 10 Grad, ich muss los, Digi. Ach du Scheiße, Alter. Das lohnt sich ja gar nicht. Orange Dynamite. Die sind ziemlich überzeugt von sich. Nehmen wir mit. Das ist nicht gut, Jerome. Ganz und gar nicht gut. Sag doch einfach, was Phase ist. Jemand hat Gouverneur Stevens vor seinem Auftritt im Fernsehen was ins Essen gemischt. Er sollte was über die steuerlichen Vorteile der Legalisierung sagen, aber er hat einen Lachflash bekommen. Bla 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 bla. Plot und so. Hey Boss, welche Straße war das nochmal? Ich glaube, ich habe mich da irgendwie vertan. Wirklich? Du brauchst mehr Licht um deine was? Ja, hallo, mach doch weg hier jetzt die Scheiße. Dankeschön. So, was meint er denn jetzt? Ach so, okay. Okay. Ja, Randale, ne? Würde ich jetzt einfach mal in den Raum schmeißen. Welcher ist das denn jetzt hier? Go Grow Hochdruckentladungs. Okay. Warte mal. Wie viel Wärme macht die denn? Plus 8. So. Sieht auch gleich viel schöner aus. Und dann hauen wir hier den Nassrahmen rein. Wie kann das sein? Oder ich habe vorher eine kleinere gehabt. Tschüss. Oh, nervt mich doch nicht hier mit dieser Scheiße jedes Mal. Okay. Ja, aber das ist doch super behindert. Ist dieselbe Grütze in Grün. Moin der! Das geht, aber Nerven macht Spaß. Ja, das kommt immer drauf an. Wenn man selber nervt, dann macht das Spaß. Aber wenn man genervt wird, dann macht das plötzlich keinen Spaß mehr. Praxiserfahrung. Wir gehen hier hin. Wir machen den hier. Kompakt. Was ist an dem Ding bitte kompakt? So ist schon mal schön. Zack, zack. So. Und dann müsste das doch hier jetzt wieder laufen. Oder nicht? 27 und 55 haben wir. Digga, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Kannst du dein Wochenende genießen?
So, weiter Alf. Ach, hier noch eine. Riesenlampen, Alter. Shit, wir müssen ja noch überall die Pötte austauschen. Ach du Kacke. Ich will mir irgendwas am Zahn fassen. Muss den ganzen mit der Zunge dann rumpulen irgendwie. Mich dazu genötigt. So, was ist hier jetzt los? Wo ist er? Ich krieg nur episch damit hin. Doch, jetzt kriege ich legendär hin. Okay, wir müssen schnellstmöglich versuchen, den Kram loszuwerden jetzt hier. Kaufen hier auch nochmal einen Platz zu. Und dann müssen wir gucken, dass wir den Chemical Casper loswerden. Soweit, soweit, so alles okay. Montag schwebt über meinem Kopf wie ein Schwert. Weil keinen Bock auf Arbeit, aber naja. Sonst schon die Sachen für die. Ist für die Biene gewaschen. Welche Biene? Und jetzt noch packen, weil später geht's noch mit meinem Freund in die Therme. Boah, fresh. Ich habe so lange wie immer wieder Bock auf Schwimmbad oder Therme, ne? Aber alleine gehen habe ich keinen Bock. Meine Freundin hat irgendwie keinen Bock drauf. Ja, auch alles gut, außer dass die Menschen nerven. Also, ja, das ist richtig. Darum prinzipiell von Menschen fernhalten. Und denke nicht so viel über Montag nach. Der Samstag ist noch nicht mal rum. Genieße das Wochenende. Meine Bienchen, Hobbyimkerin. Ja, fresh. Das ist mega cool. Ich habe da einige Videos schon drüber gesehen. Da gibt es so ein ich glaube, der ist Brite. Der hat ganz viel schon ausprobiert, schon wegen Gärtnerei und sowas. Gärtnern, Pilzanbau, Imkerei. Also der hat einfach drauf los. Fand ich sehr interessant. Scheiße, wir werden das niemals so schnell los. Fuck. Ja, Therme ist mega. Also früher war ich tatsächlich mehr im Schwimmbad. Ich bin zwar so ein bisschen. Ja, weiß ich nicht. Es ergibt sich einfach irgendwie nicht mehr, ne? Ich bin alt geworden. Das Zeug hier auch noch mal rein donnern. Nee, warte mal, jetzt bin ich schon wieder drüber hinaus. Ich war doch da gerade. Ich glaube, ich muss die beiden da erstmal rausziehen. Die dürfen jetzt nicht fertig werden. Ich glaube, ich habe da gerade Mimimi gehört. Für Therme ist man nie zu alt, maximal zu jung. Wenn man nicht in den FKK-Bereich darf.
Ich glaube, ich will auch gar nicht in den FKK-Bereich. Und es will auch niemand anderes, dass ich in den FKK-Bereich möchte. Ja, ich bin halt so ein bisschen. So. Manchmal schwingt so ein bisschen mit, wo ich dann denke, so, dass ich gar keinen Bock habe, mich halt irgendwie so halt zu zeigen. Aber andererseits denke ich dann so, ja, ist so eh scheißegal. Nichts mit dem Alter zu tun. Nee, mit dem Alter nicht. Das ist schon richtig. Das war mehr so eine quatschige Aussage gerade. Also im Kern geht es tatsächlich mehr darum, dass ich einfach die Gelegenheit so nicht biete und ich keine Lust habe, alleine zu gehen. Also früher hat man da gern so einen, ich sag's mal, so einen Tagesausflug mehr oder minder draus gemacht. Hat sich irgendwie nochmal was zu essen mitgenommen oder hat da was halt gegessen und getrunken. Und dann war das halt immer eine feine Sache. Aber so mit im Moment, oder heißt im Moment, in den letzten Jahren hat sich das halt verlaufen. Gleich ist was los. Also ich hatte das Thema aber von einer, also, weiß nicht, bestimmt vor einem Jahr oder was, hatte ich das mit meiner Freundin schon. Weil, weiß gar nicht, ihre Kleine war, glaube ich, auch noch nicht im Schwimmbad. Die ist zwar jetzt erst 4,5, sage ich jetzt mal grob, aber die hat da bestimmt auch Bock drauf. Oh, wir sind fertig. Sie rein, sie rein, den ganzen Kram hier rausnehmen. So. Stimmt ja, mein Freund ist auch lange nicht mehr gewesen, weil er früher alle 2 Wochen mit einem Kumpel einfach so einen Fixtermin hatte. Dann sind die beiden aber umgezogen, dann war es rum, ja. Also das ist so eine Sache, die macht auf jeden Fall mehr Spaß. Im Duo Plus. Aufgaben. Sei doch froh, Alter. Kann ich die Infos über sich selber sammeln lassen? Nee, das geht nicht. Schade. Ja. Mal gucken, das ergibt sich noch. Aber Bock hätte ich auch richtig. Ich weiß noch, früher, da sind meine Oma, die hat. Um Frankfurt am Main rum gewohnt und die hatten da auch richtig geile Thermen. Und da sind wir dann in den Sommerferien immer mal zu ihr und dann immer hin und her gefahren und dann waren wir in der Therme und dann waren wir hier und dann waren wir da. War richtig geil. War ja halt auch noch bis zum Schluss sehr mobil. Ist ja leider nicht sehr alt geworden, die Frau. Aber das war cool. So, was ist hier jetzt? Wieso? Oh, leck mein Arsch, Alter. Stimmt, wegen der Bewässerung. Scheiße. Okay, jetzt kriegen wir das aber alles verkauft. Ja, 5,1 Mille. Scheiße.
Jetzt wird legendär erwartet bei jeder Pflanze. Ich mach mich nass hier, ey, ehrlich. Mal zu sehen, dass wir den Rotz verkauft kriegen. Ja, aber läuft. Ach, dein Krampf. Na los. Jetzt nehmen wir ihn wieder raus. Und dann sollte das wohl hoffentlich passen, wenn ich mich jetzt mit um die Pflanzen kümmere. So, erwartete Qualität legendär. Easy. Würde ich sagen, wenn es nicht so ein Krampf gewesen wäre. Ich weiß nicht mal, was wir machen sollten. Ich weiß, du magst es nicht, im Rampenlicht zu stehen, aber manchmal ist das eben nötig. Du solltest dich zur Wahl stellen. What? Nice. Hund Level up. Auf der ehrlichen Seite. Ich bin ein Mogul, okay. Selber Mogul. CO2-Tank. Neues Zubehör, bla bla bla. Plus 10 ist jetzt aber nicht so viel. War bei dem anderen nur plus 5. Okay. Verstehe ich nicht. Warum sollte ich etwas nehmen, was mir 10% wegnimmt? Ja, alles klar. Altes Produkt, neuer Name. Verkauf für 80.000 Gramm, also 80 Kilo Gras. Digga, ich verkaufe in einem Monat mehr. So, aber jetzt kriegen wir es hin. So, und der will 650. So, jetzt haben wir ein Kilo. Können wir gleich zweimal rüber schicken. Nehmen wir jetzt den scheiß Helikopter oder was haben wir hier noch? Komm her, Helikopter. Mir ist so egal, ne? Der war doch jetzt in Denver. Ja. So, sie hier. Und dann der hier. Zack. Rübergeschickt. Leck. Mein Arsch. So, Zeug ist da. Können wir abschließen. Endlich. Ich überlege, ob wir gleich noch eine Runde in Layers of Fear reingehen. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Du kannst auch Miete 500 machen plus. Ist egal.
So, was will sie? Aber wir haben jetzt nichts hier. Aber wir können den rüber schicken. Den haben wir in Dings. War das nicht das Horror-Game? Ja, genau. Ja, es läuft auch schon ewig. Ich habe echt eine ganze Weile nicht mehr gezockt gehabt. Ich hatte es lange unterbrochen. Und dadurch. Oh. Aber ich habe langsam so echt wieder ein bisschen Bock drauf. Auch wenn wir die Story ja eigentlich schon kennen. Weil ich das ja. Die haben mir den ersten und den zweiten Teil zusammengepackt in ein Game. Und die Story, die grobe Story ist ja halt gleich geblieben. Aber es ist halt trotzdem geil. Was wollte ich tun? Ich wollte nach Jersey. Wie viel will die? 900. Kein Problem. So, dann können wir. Wieso ist die Qualität so scheiße? Wo ist denn das Problem? Wartet legendär. Wieso passiert denn? Wieso ist das so scheiße? Sind die zu langsam oder was? Da will ich aber zum Elch. Was da her? Drücke mal Escape. Dann auch damit. Ne, die bewässern einfach nicht. Weird. Ah, da fehlt was. So eine Scheiße. Und jetzt ist die fertig. Na ja, klasse. Ich weiß nicht, kann ich die nochmal irgendwie befördern? Sie hat einen Punkt, das ist schon mal sehr gut. Aber dann müsste die andere doch bestimmt auch einen haben. Oh, Mann, ich kack mich voll.
Haben wir jetzt noch irgendwas über? Ja, der Chemical Kasper, keine Ahnung, den packen wir jetzt erstmal überall mit rein. Also wundert mich, dass wir so viel. Ach, wahrscheinlich, weil die Qualität halt so scheiße ist. Ja, das kann natürlich sein. Ansonsten haben wir noch Arsch auf der Zunge über. Gucken wir einfach mal mit rein. Scheiße, und drauf. Nerv. Egal, war das jetzt mit ihr hier? Wir müssen jetzt irgendwas verkaufen, irgendwas produzieren. Aber ich will nichts extra produzieren, nur wegen der Rallen. Wir haben noch drei Sorten oder was war das, die den ultimativen Trip bieten. Dann schicken wir einen General Standard rüber. Da haben wir genug von. Wie viel will die? Ein Kilo, ne? Ja. So, dann eben mal Helikoptern. Den war wieder? Ja, den war. Den war. So. Ja, komm her. Da was Phase ist. Recht gut. Ich überlege gerade, wann habe ich einfach mal eine Gehaltserhöhung bekommen, die einfach mal 1000 Dollar war, so umgerechnet. Gab's nicht, gibt's nicht, wird's auch nie geben. So. Echt, Leute. So, was will er? Eine beliebige Sorte mit der Wirkung. Aber ich glaube, mit erdigem Geschmack, erdiger Geschmack, tanzen und krampflösend haben wir nichts. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil die meisten Sorten tatsächlich hier mit Pinie sind oder so eine Scheiße. Scheiße. Hat halt gar keinen Impact. Jersey. Braucht 900 Gramm Mintsaunen. Er ist der richtige Indianer, Digga. Opium fürs Volk. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das machen wir eben fertig. Ich weiß nicht, ob wir den anderen Suppen Kasper fertig machen sollen. Weil eine neue Sorte jetzt nur für 375 Gramm fit machen. Weiß ich nicht. Ach hier. Ja, okay, die Pflanzen sind schon groß, aber scheiß der Hund drauf.
So, rounded 19. Na, wie gut, dass wir da drunter kommen, ey. So, dann sehen wir zu, dass wir das fertig machen. Verkaufen währenddessen den anderen Kram hier. Noch 1,6K. Ja, läuft halt nicht so gut, ne? Arbeitet das alle? Aber sonst haben wir keine Lagerbestände, das ist schon mal gut. Okay, der will erdig, Krampf lösen und tanzen. Machen wir dem eben eine neue Sorte. Guck halt nur noch ehrlich, aber. Der Dancing Alpaka geht. Guck mal hier, das der Platzhalter 1, den können wir nehmen. Northern Lights ist erdig. Und dann, also richtig, können wir ruhig reinhauen. Das ist schon mal gut. 10% Ertrag können wir auch mitnehmen. Erde, mega. Na komm. Da ist es. Können wir noch was bei rausholen? Irgendwas Geiles. Okay. So nötig habe ich es dann doch nicht. Guck mal, nehmen wir das noch mit. Ach, das nehmen wir auch mit, scheißegal. Und schmeckt erdig. Also als hätte man. Keine Ahnung. Guck mal, das ist dann jetzt die Claire Grube. Ist das nicht geil? CG. Genau. Und dann machen wir, nachdem wir das haben, für den einen Suppenkasper, machen wir dann das für den anderen Suppenkasper. Was müssen wir jetzt eigentlich tun? Ach ja, genau, da waren immer noch die 80 Kilo. Okay, ich dachte echt, wir verkaufen mehr in einer Mo in einem Monat. Dann machen wir die beiden Aufträge auf jeden Fall noch fertig und dann können wir ja switchen. Klick, 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 klick. Wie sieht es denn hier mit den Beständen aus? Cherry Bomb? Wieso Cherry Bomb? Wird es ein Restbestand sein? Ja. Na, hier verkaufen wir den Chemical Casper regulär. Kann mal gucken, ob ich hier irgendwen befördern kann. Die ist voll, er ist voll, der ist voll. Der nämlich nicht. Und wir können.
Nice. Sechs Millionen. Wir müssen aber eigentlich überall einmal beigehen und müssen die ganzen Pötter austauschen, ne? Und dazu müssen wir allerdings auf Level 4 machen. Level 4? Level 3? Level 4. Verwirrung. Ist halt auch die Frage. Wir stocken hier auch noch mal auf. Der hier war's. Genau. So. Und dann donnern wir hier die Klimaanlagen rein. Dann können wir hier nämlich auch die Lampen austauschen. So. Das müsste eigentlich passen. Ist ja echt nicht so viel, ne? 12 Grad. Wie viele Klimaanlagen soll ich mir denn hier reinstellen, bitte? Nein. Ja, da bin ich schon an der Grenze. Der plus 4 plus 8. Nicht die mache. So, auf jeden Fall ein Upgrade. Dann müsste doch eigentlich auch die hier gehen. Okay. Okay, dann lassen wir das einfach so, wie gut ist. Natürlich nur eine kleine Produktion, aber trotzdem. So, mal gucken. Plus 8. Können wir gegen die austauschen? Ich habe auch schon überlegt, ob man sich nicht einfach solche Panels holt. Die gibt es ja tatsächlich gar nicht so teuer im Internet. Und ob man sich dann einfach irgendwelche Pflanzen. Also kein Gras, ich brauche keinen Cannabis. Das ist. Nee, sowas brauche ich nicht. Aber sei es auch für Tomaten oder sowas, kannst du dir auch im Winter ziehen. Ich schon überlegt, ob das vielleicht eine fette Sache wäre. Und wenn es dann die Temperaturen sind, dass man die dann raussetzt. Wieso ist hier nicht perfekt? Abgesehen davon.
Aber es ist halt auch immer eine Kostenfrage, wenn du nicht gerade Solarpanel außen irgendwo hast, dann denke ich mal, kann das auch gut ins Geld gehen, selbst wenn die Dinger nur 50 Watt haben. Das ist mir dann, glaube ich, doch nicht wert. Okay, also hier sind wir auch durch. Und 27, ja. Hier sollte eigentlich immer abgeliefert werden, zumindest jetzt. Okay, Moment. Bitte. Zunetz, auch hier. So, ja, da war ja was. Kochen die denn? 18 und 43. Was? Habe ich schon wieder irgendwas fertig gemacht? Gute Arbeit. Digga, ich habe gar nichts gemacht. Kleine Klimaanlage. Super. Und da kann ich mir dann zwei übereinander stellen oder was? Wedding Cake. Ah ja. Ach Gott, ist sie abgeranzt. Egal, wir sind rich. Kümmert sich darum, dass deine Ankündigung auch in den Medien bla 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 bla. Ja, Pseudo-Handlung. Also in der ersten Kampagne war das noch ganz lustig, aber. Ist gut, ne? Sag ich mal so. Pötte austauschen. So und die Lampen. Ich weiß nicht, wie viel Platz wir hier jetzt haben. Also an sich nicht viel. Wobei ich das eigentlich nicht verstehe. Wenn wir hier jetzt die machen minus 30 Grad. Das heißt, zusammen müssten wir dann minus 60 machen. Wieso wir dann jetzt so einen geringen Spielraum haben? Bei den Temperaturen, das verstehe ich nicht. Also, wir machen jetzt, also wir haben es ja, ne? Wir hängen uns jetzt hier den Kram hin und hängen uns da noch eine von hin. Und dann hängen wir uns da noch eine von hin. So, und das war's. Das war's. Weiter runter können wir nicht gehen. Okay, das sind drei Stück, muss man sagen, aber. Naja. Was soll's, egal. Pötter haben wir überall ausgetauscht.
2, 3. Was ist hier los? Hey, was heißt denn plus 500 Dollar? Ermöglicht es dir, die Temperatur im Raum anzupassen, erhöht die Polizeiwachsamkeit, erhöht die monatlichen Kosten. Okay. Okay, ja, weiß ich sicher, ja. So. Das macht tatsächlich nur 5%. Stellen wir den doch hier hin. Easy. So, Lampe. Und nochmal Lampe. So, und dann haben wir es, wie was soll. Jetzt haben wir es, wie wir es sollen. 27, 42. Läuft. Und dann haben wir Boston auf jeden Fall fertig. So, was war jetzt in Jersey? Windsor müsste ja jetzt eigentlich mal am Start sein, oder? Oh ja, ein bisschen. Wie viel will der? 900. Jersey nach Denver. Dann hat sie auch was zu tun und langweilt sich nicht. Und den Rest können wir hier scherbeln. Wir haben jetzt auch, glaube ich, keine andere Sorte mehr über. So. Okay. Achso, was wir tatsächlich gar nicht gemacht haben. Wir konnten hier dann leveln auf der ehrlichen Seite. Denkfabrik-Mitgliedschaft. Jeder Gesetzesvorschlag erhält eine zusätzliche Empfehlung von den Demokraten. Ja, fett. Wenn wir eins gelernt haben, Demokraten sind bestechliches Fuck. Kompaktleuchtstofflampe 3. Eine starke und kostengünstige Lampe. Okay. Das ist interessant. Verkauf. Erlaubt es dir mehr Marketingkampagnen gleichzeitig durchzuführen? Ja, okay. Das reizt mich jetzt nicht unbedingt, aber was soll's. Space-Z-Konzentratgerät ermöglicht es, bis zu epischer und legendärer Qualität zu konzentrieren. Ja, also ganz ehrlich, können wir nichts mit anfangen. Diese Konzentration und Strecken und bla, nee, einfach nee. Hauen wir hier nochmal mit rein.
Finde ich lustig, die Trendsetter sind jetzt überall freigeschaltet. So, dann gucken wir, dass wir den Dancing All Fucker da noch mit reinpacken. Dann hier, warte, wir haben noch Check. Gucken wir, dass wir den erstmal loswerden. General Standard haben wir noch. Okay, ja, hier los, kifft mal schneller. Keine Zeit. Schieß. Ach so, ja. Da war ja was. So. Ja, okay, den müssen wir tatsächlich stehen lassen. Weil die Kassensachen machen immer nur eine Sache und der macht ja zwei Sachen gleichzeitig. Was soll's? Mal plus 8. Ui. Gar nicht so scheiße. Was ist an der Stelle jetzt kompakt? Ich habe es gerade vergessen. So, keine Auswirkungen auf irgendwas. Wunderbar. Mann, lass mir doch hier. Ich sehe gerade, hier ist was falsch eingestellt. Weicht das? Gar nicht gut. So, okay, optimiert. Okay, der ist weg. Dann können wir jetzt die Restbestände noch abverkaufen. Hier haben wir nur einen Verkauf oder was? Tatsache. Oh, hier haben wir sogar noch Platz. Also rein theoretisch können wir hier auch noch was anmachen. Okay. Ja gut, ist ein bisschen altbacken hier, aber was soll's. Dem hat man hier so einen Hubwagen gesehen, ne? Alter, wie klein muss dieser Hubwagen sein oder wie groß müssen diese Töpfe sein? Shit, Alter. Da geht viel Qualität verloren. Und jeder weiß, breit und willig, nur in hoher Qualität. Qualität. Ich kann es nicht mal aussprechen. Der macht nur plus 2. Wir probieren es mal. Wie weit wir damit kommen. Nicht weit. Okay, machen wir es so. Haben wir auf jeden Fall deutlich mehr Ertrag. Es gibt kein Kombigerät. Erstmal machen wir Pöttchen. Gibt kein Kombigerät in dem Maßstab.
Von wegen den 9% kriegen wir nur Qualität selten. Die Sau hat mir 35 Forschung geklaut. Arschloch. Jetzt kriegen wir wegen den neuen Pötten kriegen wir immerhin episch. Unrotz. Aber breit und willig ist auch wirklich schon eine krasse Nummer. Sei wie es ist. Die Werte, die das Ding braucht, ist heftig. Hey Glenny, fast eine Stunde nur, um das Airship hinzubekommen. Gott verdammt. Aber es geht jetzt endlich. Ja, mega. Aber scheint dir ja leicht zu fallen, weil vorhin klang das nicht so. Also leicht in Anführungszeichen halt. Okay, warte mal, das war plus 6. Wie viel Platz haben wir? Gar kein. Geil! 20:55. Ja, würde ich sagen, doktern wir hier auch gar nicht weiter dran rum. Wenn es so leicht wäre, hätte nicht mal sechsmal so viel Zeit gebraucht. Was? Er hätte nicht mal sechsmal so viel Zeit gebraucht. Naja, aber. Es klang deutlich problematischer, als du das vorhin so in den Raum geschmissen hast. Vielleicht das schon wieder. Das meine ich damit. Und 79. Okay. Jetzt wollen wir mal gucken, wie viel Platz wir haben, weil dann zimmern wir jetzt hier auf diese Leuchtstofflampen rüber. Die finde ich deutlich humaner als das andere Ding da. Naja, dieses System sind ja nicht etwas, mit dem ich viel Erfahrung habe. Ja, aber guck mal, eine Stunde ist doch eigentlich gar nicht viel. Wenn du jetzt sogar sagst, du weißt, also ne, du. Dein Wissensstand dabei ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Finde ich, ist das eigentlich eine coole Sache, so das in einer Stunde dahin zu strubbeln. So, da bist du, also meiner Sicht einfach nur gesagt, so vielleicht ein bisschen zu selbstkritisch. Oh, warte mal, wir können hier noch einen CO2-Generator reinbauen. So. Und dann haben wir hier jetzt auch umgerüstet überall. Haben wir jetzt hier noch irgendwas über, was ich vergessen habe? Das trägt wohl schon Früchte. Wir sind die ganze Zeit am Upgraden und kaufen und kaufen und kaufen. Und trotzdem haben wir schon fast 6 Mille. Easy going. Dinger Wirtschaft kann ich.
irgendwelche Level episch. Frag mich, wie man aus einem Luftschiff aussteigt. Ja, mit einer Strickleiter. Dann waren die Ernte noch fertig und dann schmeißen wir das andere Zeug rein. Spieler verstehen, dass sie nicht in der Luft aussteigen sollten? Nein. Also selbst wenn sie es verstehen, dann werden sie es ausprobieren. Und du bist ja selber Gamerin, du weißt ja, wie das ist. Dinge, die man eigentlich nicht tun sollte, oder die eigentlich nicht so sein sollten, die probiert man aber trotzdem aus, einfach nur um zu gucken, ob es funktioniert und sich dann zu amüsieren. So, diese neue Randsorte hier rein. Wer bist du denn jetzt? Konkurrenz. Wollen dir ein Angebot unterbreiten? Kein Interesse, verpiss dich. Kannst du in den Arsch gehen, Junge? Wer bist du? Hab ich vergessen, was ich mache. Achso, neue Sorte. Klärgrube. So. Minzhorn ist schon wieder alles verkauft, also das Zeug. Lief jetzt gar nicht schlecht. Wir hauen das hier einfach so nochmal gegenseitig mit rein. Ich probiere mal rum. Joa. Klingt noch ein Plan. Und ich würde sagen, wir sind jetzt hier erstmal fertig mit Reachcraft. Gehen noch eine Runde rüber zu Layers of Fear. Bisschen mehr Action, bisschen mehr Interaktion, glaube ich. Werden wir sehen. Aber lief echt gut jetzt. Also Umsatz nochmal verdoppelt. Ne, Gewinn nochmal verdoppelt. Wer kann das von sich behaupten? Und einmal komplett aufgerüstet, umgerüstet. Fett.